Ja, hallo alle da draußen, heute ohne Intro, denn ich werde dieses Video auf beide Kanäle hochladen, also sowohl auf der Mann mit der Pfeife als auch auf Kultinaria. Warum ich mich heute melde, liegt daran, ich habe mich jetzt schon sehr lange nicht mehr gemeldet, auf der Mann mit der Pfeife schon seit 2020 nicht mehr. Kultinaria habe ich immerhin mal zwei Videos wieder hochgeladen, aber im Großen und Ganzen war ich jetzt schon lange nicht mehr sozusagen aktuell sichtbar. Das liegt einfach an der momentanen Situation. Es gibt viel zu tun und das ganze Corona-Thema belastet mich doch so langsam mehr als gedacht. Und ich habe bisher einfach nicht den Drive gehabt, da wieder hier in dieser Form aktiv zu werden. Merke aber, dass ich das jetzt gerne wieder tun würde. Und zwar bei Mann mit der Pfeife würde ich gerne wieder sonntags das Evangelium auslegen und auch das Format Nachfragt den Pater wiederbeleben. Das heißt, ihr dürft ab sofort gerne wieder am besten unter dieses Video eure Fragen rund um Glaube und Kirche hochladen oder schreiben als Kommentar und dann werde ich versuchen, zeitnah diese Fragen wieder zu beantworten. Bei Kultinaria habe ich noch ein paar Tabake, die ich gerne rezensieren würde. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ihr mir weiterhin einfach Tipps gebt, welchen Tabak ihr gerne von mir rezensiert haben möchtet. Ich habe auch noch ein paar Whiskys, die ich rezensieren will. Und natürlich dürft ihr mir auch Proben von Tabak oder Whisky, Zwinker, Zwinker, zusenden. Dann werde ich auch diese rezensieren. Wie es dann mit Kultinaria weitergeht, werden wir sehen. Ja, bleibt mir bitte gewogen, auch wenn ich zurzeit eben sehr selten sichtbar bin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder öfter hier auf YouTube treffen. Wie gesagt, ich habe es fest vor, möchte eigentlich auch wieder ein Mann, ein Hund und Gedanken auf dem Weg wieder reaktivieren. Da war das letzte Video ja im vergangenen März noch auf der Insel Föhr. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe sogar eins noch hier gedreht, aber das ist jetzt auch ein Jahr her. Also auch das, denke ich, wäre wieder ein gutes Format. So wünsche ich euch allen Gesundheit, bleibt gelassen bei allem Ärger, haltet euch an die Vorgaben, die Zahlen steigen wieder und ja, Corona gibt es wirklich und ja, es ist auch gefährlich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und auf eure Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Das war für heute euer Mann mit der Pfeife.